Voilà, da kommen die Offiziellen auf die Bühne zurück. Nick Rawls mit den zwei Schiedsrichtern. An der Finale bei den Herren. Dann macht ein Klärmacher aus Holland. Die Welsh Open gewonnen hat. Den eng super Saison hat sich schon. Champion Holland. Der Spieler, den sich wirklich schon in den letzten Jahren immer mehr abgekämpft hat. Den ein enormes Talent hat, einen ganz lockeren Wurf. Und heute dann das Ausnahmetalent, war der Moment geht am Darts. Der Leighton Bennett aus England, 13 Jahre alt, spielt bei den Herren mit, spielt heute Finale zu Lützburg. Hat den ganzen Tag super Darts gespielt, einen super Parcours hat sich. Wir sind mal gespannt, wirklich, wie die Finale verläuft. Voilà, hallo könnten, macht ein Klärmacher auf Bühne. Ein junger Spieler, 27 Jahre aus Holland. Ganz stark. Drobbers, die letzten Turnieren. Ganz oft Halbfinale, Finale gespielt auf den letzten großen Turnieren hier in Europa, auch in England. Haben den auch schon ein paar Titel an seinen Palmarès genommen. Also, da sind wir nur wirklich gespannt, wie die zwei High-Werte performen. Ja, auch wie die Match auf hier drüben, Jidrin hat ein paar 6 Pfeiler für sich auf der Bühne warm zu spielen. Ein bisschen ein Scheif auf der Bühne zu gewinnen, was wichtig ist, Gefühl. Muss immer gut sehen. Wie ein Halssport, der hat, wenn ihn sich wohlfühlt. Da kann ich noch die beste Leistung aufrufen. Und da sind wir wirklich gespannt, ob der junge Mann, 13 Jahre alt, der spielt nicht mehr bei den Jungen, der spielt bei den Herren. Mit. Voilà, los, die Menschen, guck mal. Wenn die Finale wird verlaufen, der Klärmacher fängt man länger 60 zu tun. Leighton trifft direkt. Eng Triple 90 beim zweiten Fall, 96 Punkte gespielt. Und direkt den 180 für den Martin Klärmacher. Du. Wirklich ein ganz starker Spieler. Du kannst ihn schon bald so, wenn den ersten Fall an der Triple 20 ist, dann ist es schon bald so schön 180. Voilà, und direkt nach 140 schon drin. Er weist dem Jungen Bennett direkt von Anfang an. Ich will den Titel hier gewonnen. Hast du über Bull gegangen? 421 zu checken, 71 verblieben, heute Triple 13. Probiert für Double 16. Das ist ihm nicht gelungen. Stellt sich aber ganz gut auf 8 Punkte Reste. Voilà, das ist das erste Leck schon. Vierte macht ein Klärmacher. Leighton Bennett, den aus einem ganz, ganz starken Spieler aus. Von just 13 Jahren hört, den du aber nicht im Checkout stehst. Fängt Lummer deine 100 an. Klärmacher zieht man deine 100 an. Gespannt, der wir noch sind, ob der Leighton Bennett seine Nerven kann behalten. Er hat die Erfahrung noch nicht allzu oft gemacht, auf seiner größeren Bühne zu spielen. Aber er weiß, wie es geht. Er hat für einen engen Mond. Er spielt einen 174. Für einen engen Mond hat der Leighton Bennett noch an England. Auf einem Turnier einen Engdachter gespielt. Und das macht 13 Jahre. Das ist wirklich ganz stark. Der Klärmacher, auch da mal 147 Schaden drin. Ja. Klärmacher, den du just den 107er Checkout verpasst. Triple 20 getroffen, Triple 19 getroffen. Und Bull ganz knapp verpasst.
die Red Bull aus ihrem Feld, mit dem ich kann Leck ausmachen. Zählt auch als Doppelfeld. In der Leighton Bennett möchte du zweite Leck aus. Ja, jetzt denke ich ein bisschen für sich selber zu pushen. Ein ganz emotionaler Spieler, mit singen 13 Jahre, die ihn hat. Wahnsinn. So schon ein ganz starkes Niveau, wirklich von den nächsten drei Pfeilern und die zwei Spieler gespielt haben. Ein ganz starkes Niveau, den er gespielt hat. Du wirst keine Fehler verziehen. Gucken wir mal, der Leighton Bennett da am Druck hat. Ja, 83, das geht nicht durch. Der Klärmacher kann du 122 probieren, muss er nicht ausmachen. Spielt 82 Punkte und bleibt ihm 40 recht. Guck mal dann, Tops. Normalerweise dem Klärmacher sein Favorit als Double. Na, dann trifft man am dritten. Double 10. Klärmacher, so ein Spieler, den ganz stark auf Double ist, den im Gegner nicht viel Chance hat. Zumal es von einem Feier zu stehen hat, von einem Double 10 stehen hat. Bennett mit 104 schon gefangen, Klärmacher mit 93 schon drin. 129. Da muss natürlich eine Antwort kommen vom Klärmacher. 100, also okay. Der Leighton Bennett, den auch wirklich eine ganz sehre Wurf hat, den quasi nicht zielt, mehr den einfach abgefehl aus der Bewegung rausspielt. Mit muss ich so einen wirklich einen ganz schönen, riechten Arm hat, einen ganz propre Wurf. Den A und O vom Dart spielen, den Arm, dass der proper riecht, ausgeht. Nur vier Rohfeld an Handgelenk ausgeklappt ist. Das gesagt über den Topspieler alle Götten. Leighton Bennett verpasst heute 117, der Check, das wäre natürlich wichtig gewischt. Double 14 für den Klärmacher, für 3 Hint. Verpasst ey. Hallo Chance für den Bennett. Ob Double 20 stand in 2-2 zu machen. Oh, die war weit wasch. Dann hat sie nicht gewinnt von ihm. Nochmal am dritten aus dran. Bait-Spieler auch. Ein ganz sehr Rhythmus. Du geht nicht lange gewacht, du geht nicht viel gezielt. Es sind wirklich zwei Spieler, die vom Gefühl her kommen. Und noch ein gibt sich wirklich nicht geschenkt. Ein wichtiges 140 für den Bennett, für dort drin zu bleiben. Der Klärmacher spielt er da aber auch souverän. 3x 100 gespielt. Und ein Pfeil ob 210. Der wird probieren, dann ein dicke Score zu spielen. Für vom Leighton Bennett fortzukommen, der nur just 57 Punkte gespielt hat. Ah, nach ein paar 100 Punkten. Ganz starke Niveau hier vom Klärmacher. Nach ein 100. Gucken wir mal, ob die 101 hier ausgeht. Nein, ist nicht mehr möglich. Bleiben ihm da 52 rest. Nein, 146 geht nicht mehr für den Leighton Bennett. Dafür muss ich ihn zwei Triplen treffen. Und Double danach. Voilà, du hast den 3-2. Das ist das, was ich gesagt habe. Klärmacher, Double, ein ganz starker Spieler, den du. Da gehe ich noch nicht viel Chance gehabt. Zumal, wenn er Double 20 kann spielen, was sein Lieblingsdouble ist. Ein
Muss noch ein dicker Score kommen vom Klärmacke. Er wird probieren. Ein Break zu machen. Das heißt, wenn der Leighton Bennett Kleck aufhängt, das Leck dann zu gewinnen. Das wäre wichtig für ihn. Man kann auch für vier Heu spielen, er spielt natürlich souverän. Hat immer enger Manns 2 Triple, Leuten da 2 gespielt, 140 Punkte. Also immer ein kleines Steck für um Bennett. Aber was hier möchte. 100 Punkte just lo, man denkt, ein guter Score könnte Klärmacher da weite Viersprung sich rausspielen. Ah, trifft drin 2 Triplen. 134 gespielt. Triple 19, 114 Punkte, man denkt, 20, 134. Leighton Bennett den Triple 19 getroffen hat. Man denkt, zweiter Triple 19 hätte Kind nur ein Double spielen, hat ein Triple 7 getroffen. Das bringt ihm nichts mehr. Nein, man denkt, Triple 20 stellten sich nicht hier. Und das ist genau das, was ich für so den Klärmacher rum ob Tops gespielt, ob den Double 20, sein Lieblingscheck. Gibt dem Bennett doch keine Chance, noch ob Double Feier zu spielen, die er erst hat, wo er sich gut gestaltet hat. Er hat keine Chance mehr gekriegt, für den Double zu spielen. Und fängt dann auch noch direkt rum sein Leck mit 140 an. Leighton Bennett, ja, wahrscheinlich auch so ein bisschen nervös. Das ist ja auch ganz normal, dass man 13 Jahre mit den sich viel, viel besser spielen kann, wie in das Heim ist. Ganz gefährliche Spieler. Spieler, den ihn auch muss über die nächsten Jahre ein bisschen spielen, wie das mit dem Firo geht, wie ihn sich entwickelt. Mein absoluter Kandidat für große Titel am Darts zu gewinnen. Große Turnuren. Na, da German Open einen dritten Platz gemacht, was ganz stark ist. Ein German Open aus einem von ihnen wirklich bekanntesten Turnieren in Europa mit vielen Spielern. Bis um die 400 Spieler waren da. Hallo, der Klärmacher auf 56. Bennett noch nicht im Check. An alle Mann gehört Double 20, mit dem der Klärmacher ausmischt. 5-2, gespielt gut, best of 11, das heißt 6 Lecks brauche ich für den Match zu gewinnen. Der Klärmacher braucht also just noch ein Leck. Für sich den Titel heu, um Luxemburg Open zu gruppen. Fängt noch im stark und Bennett los. Man denkt, 140. Das ist dann echt entschieden. Die Klärmacher, die wirklich ganz stark spielt. Man denkt, 140 rum. Man hat 35 auch ein guter Antwort drin. Aber kein Check, just E-Punkt fehlt. Ja, der Klärmacher die stellt sich mit 57 oben Checkout. 170, hier wie gesagt, den nächsten Checkout am Darts. Guck mal, ob er den ausmischt. Nee, just nicht. Knapp so, der Triple 20. Und Europe Cup in Budapest, da hätten den rausgemacht, in der Final. Ja, und der Bennett, den hei zwei Fall ob Double verpasst. Wenn 85 bleibt, geht nicht mehr. Stellt sich mal im letzten Fall ob Tops, du hast einen Triple 10 gespielt, 4 auf 4 zu kommen. Leute, Leighton Bennett auf Double 1. Trifft er nicht an den Klärmacher. Kann Lo ob sein Lieblingscheck spielen, für den Titel heu bei den Männern zu holen. So. Voilà! Und du hast es. Dann macht ein Klärmacher, gewinnt ob seinem Lieblingscheck den Titel heute zu Lützburg um Luxemburg Open 2019. Ein
qualitativ ganz heiß Final, die heute gespielt haben, von denen zwei. All Respekt und die zwei Spieler. Ganz groß Respekt und den Leighton Bennett, den mit seinen 13 Jahren hier an einer Final steht. Da kann ich wirklich nicht mehr den Hut für uns sehen, was der Junge fertig bringt. Und dann auch den Martin Klärmacher, den diesen Titel absolut verdient hat. Ein ganz, ganz guter Parcours gespielt hat am Turnier. Mit Schmengen wird nicht mehr wie zwei Lecken aufgehen an einem Match. Der hat einen ganz starken Turnier gespielt. Dafür all Respekt durch und hin und Felicitation.